Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, es ist 0 Uhr, ihr habt alle auf die Uhr geschaut, ich hoffe es, es ist 0 Uhr und wir schauen uns natürlich die neuen Releases an. Einer davon hat mich heute sehr, wie soll ich sagen, in Erregung gebracht teilweise sogar. Denn Apache hat endlich seine EP rausgebracht, Platte heißt das Ganze, ich werde euch mal die Download-Links in die Beschreibung kommen, supportet gerne Leute, ja. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, denn ich habe vorhin gesehen, wir haben 5 Songs, die wir noch nicht kennen. Zu den 3 anderen, Roller, 200 km/h und wieso suchst du dir das an? Habe ich schon eine Reaction gemacht. Oben im i, Freunde, kommt ihr da natürlich hin. Schaut es euch gerne an. Und wenn ihr die gesehen habt, wisst ihr, dass ich großer Apache-Fan bin. Deswegen bin ich schon ein bisschen zappelig unterwegs, Leute. Ich kann mir auch gar nicht mehr warten hier. Ich kann gar nicht mehr warten. Wir fangen an mit Sex mit dir. Danach haben wir noch Beef, keine Fragen, doch in der Nacht und Grey Goose. Sehr krasser Titel auch, Alter. Sehr, weiß nicht, sieht jetzt schon so verschieden aus, Alter. Wir fangen an mit Sex mit dir, Leute. Ich bin gespannt. Und ja. Leute, ihr könnt natürlich jetzt, wenn ihr Lust habt, schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich freuen. Danke, let's go. Beat ist schon mal geil. Du stehst da mit deinen Freundinnen mitten im Club. Du bewegst dich gern, doch nicht wie die anderen es tun. Baby, dein Kleid ist sehr offen, ich sehe, du hast ein Tattoo. Ja, der Beat ist ja mal übel gut, Alter. Das ist so. Das ist so, weiß nicht, das ist so ein bisschen. So ein Ding ist das, Leute. Welt ist sehr offen, ich sehe, du hast ein Tattoo. Alles ist aus, ich bin besoffen, alles, was ich sehe, bist du. Weiß von Dior, mein Nacken, es schimmert im Licht. Und Präsident Amber, tut mir leid, ich knalle die Fakten auf dich. Du schielst auf den Boden, den Kopf hebst du absichtlich nicht. Du willst ihn verheben, doch zu großes Ego, genauso wie ich. True. Das ist das, was ich meine. Mein Apache ist einfach krass von der Stimme her. Boah. Der erste Track bis jetzt schon ganz gut, muss ich sagen. Bis jetzt schon ganz gut. Er beschreibt wieder sehr bildlich, was ich bei ihm so gerne mag. Bisschen gechillter Track. So chilliger als die anderen bis jetzt. Nicht ganz so krass laut. Will dich jetzt haben, das Ganze hier wird mir zu bunt. Mit Jimbim in meiner Hand mache den Moonwalk, frag mich nicht warum. Die Melodie ist aber so heftig. Ich bin reich, weil ich trage ne Sonnenbrille im Club. Real Talk. Das ist cool damit, weil er weiß, es gehört zu meinem Beruf. Ich will, dass du mit mir nach Hause kommst, denn ich bin reich. Schon noch 3 Flaschen, denn ich will mir sicher sein, dass du es weißt. Ey, ich fühle das wieder, man. Diese leichte Arroganz, die aber bei Apache nicht abgehoben wirkt, sondern ich gönne es ihm, weil, keine Ahnung, er ist einfach so sausympathisch und zieht sein Ding durch. Und solche Zeilen wie ich trage Sonnenbrille im Club, denn ich bin reich. Digga, das ist einfach Apache, Mann. Siehst zwar auf Geld, aber Geld allein reicht nicht, versteh ich. Ich werd zwar bereuen, doch pack meine Moves aus, so Baby, jetzt dreh dich. Und dann trifft dein Blick ab und zu mein Blick. Bitte, Baby, brech mir nicht das Herz. Ich will Sex mit dir, willst du Sex mit mir? Das ist ganz heftig, diese Kopfstimme, Mann. Wisst ihr, was ich meine? Der Beat ist hier ganz krass. Der ist ganz krass. Alles in allem aber ein ruhigerer Song, wisst ihr? Im Vergleich zu 200 km/h zum Beispiel. Und doch trifft dein Blick ab und zu mein Blick. Bitte, Baby, brech mir nicht das Herz. Ich will Sex mit dir, willst du Sex mit mir? Wie es so hoch geht, Alter. Der Beat ist recht simpel, glaube ich sogar. Da passiert nicht so viel, aber es ist gut. Das ist gut, Alter. Noch so ein bisschen die Pitch stimmt da drin. Okay. Freunde, das war Sex mit dir, der erste Track. Wir hören direkt den nächsten. Wir hören direkt Beef. Wir hören direkt in Beef rein. Wie gesagt, Roller Reaction ist schon online. Ich muss sagen, der hat mir gut gefallen. Wie gesagt, ein bisschen ruhiger. Beat recht simpel, aber krasse Melodie. Und sonst wieder typisch Apache, das ist extrem hoch mit der Kopfstimme, fand ich wirklich stark. Und passt gut auf die EP, Alter. Sehr vielseitig bis jetzt. Okay, Freunde, wir hören den Beef rein, let's go. Keine Zeit verschwenden hier, Leute. Beef, sie wollen Beef, mein Telefon am Ring. Am Ring, sie sehen mich live, sie fliehen. Erinnert ein bisschen
an Sidechicks von Apache, so vom Anfang her. Wisst ihr, ich meine, vom Beat her so ein bisschen dieses Clubmäßige, so ein bisschen mehr. Sidechicks. Wisst ihr, ich meine, so der Anfang ist so ein bisschen ähnlich. Achte mal drauf. Beef, sie wollen Beef, mein Telefon am Ring. Am Ring, sie sehen mich live, sie fliehen. Sind Gangster nur auf Beats. Wo führt das Ganze hin? Mein Gott, wo führt das hin? Mein Gott. Ich komme gern vorbei, zum 1 gegen 1. Ich ficke diese Huren sogar 1 gegen 3. Und sie ziehen. Digga, ich komme vorbei, 1 gegen 1. Ich ficke diese Huren sogar 1 gegen 3. Ach, ey, dafür muss man ihn lieben. Der Track, also am Anfang dachte ich echt, es geht so mehr in diese Club-Mucke-Richtung, sag ich mal, ja. Aber jetzt haben wir wieder einen durchgerappten Part von Apache, den es ja zum Beispiel bei Wieso tust du dir das an, in dem Sinne gar nicht gab, ja. Ich ficke diese Huren sogar 1 gegen 3 und sie ziehen Lines. Doch ich sage Scheiß, meine Jungs sind immer bereit und ich saufen am Rhein. Alles, was du kriegst, ist das, was du verdienst. Wieso machst du Auge, weil ein bisschen Butter fließt? Wieso machst du Auge, weil du meine Storys siehst? Mach ruhig weiter Auge, bitte, bin im Urlaub, Bruder, peace. Beef, sie wollen Beef, mein Telefon am Ring. Am Ring, sie sehen mich live, sie fliehen. Sind geile Hook. Auf Beats. Geile wo Hook. Führt das Ganze hin, mein Gott? Wo führt es hin, mein Gott? Bis 1100, ich fahr die Straßen runter. Mach kein Auge puh. Da kommt diese Flüsterstimme wieder. Ich weiß nicht, ich liebe bei Apache diese Flüsterstimme. Allgemein, er arbeitet ja sehr viel mit seiner Stimme so, Leute. Ihr seht schon, ich bin wieder ein bisschen. Ich bin wieder heiß ein bisschen, weil ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich habe echt lange auf die EP gewartet. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit den ersten beiden Songs. Oder fahr im SL 500. Ich fick dich, guck mal, auch wenn ich keinen Grund hab. Ich bin auf Sofa, mach mal einen Punkt. Mann, ich komm in deine Hut und du bist lieb, denn du weißt. Was auch kommt, den kann man nicht, der sieht meinen Feind. Die Message in der Mucke, Digga, liegt im Detail. Egal was ich sage, Bruder, bitte lies zwischen Zeilen. Bei dir läuft nur mies, denn du brauchst Beef, um zu reißen. Jack, was gibt der Beat und ich bin mies am Zerreißen. Mein Onkel steht hinter mir, muss den Kids nicht beweisen. Sag mir, melde dich im Herzfall und ich schieß mit meinen Eisen. Beef, sie wollen Beef, mein Telefon am Ring. Die Melodien sind krass. Die Melodien sind krass. Bei Sex mit dir, die Melodie im Beat war ganz krass. Hat mich so ein bisschen. Vorhin habe ich die eigentlich erinnert. Das war so ein bisschen. Weiß nicht, 2000er mäßig, weiß nicht, hab ich ein bisschen die Zeit zurückgesetzt. Und jetzt auch hier in der Hook die Melodie. Ist wirklich stark, also Apache hat Melodie durchgespielt. Am Ring, sie sehen mich live, sie fliehen. Sind Gangster nur auf Beats. Wo führt das Ganze hin, mein Gott? Wo führt es hin, mein Gott? Und sie ruft mich immer an, doch ich habe keine Zeit. Sie kennt noch nicht einmal meinen Namen, doch sie sagt, wir beide sind eins. Sie sagt, ich nehme zu viel alt. Sie ist jeden Tag am Bein. Bin in mein Leben gefahren. Tauschen würde ich mit keinem. Beef, sie wollen Beef. Mein Telefon am Ring. Wie gut hört sich das an, Leute? Am Ring, sie sehen mich live, sie fliehen. Seid ehrlich. Sie sind nur auf Beats. Wo führt das Ganze hin, mein Gott? Wo führt es hin, mein Gott? Und auch wieder die Mucke. Sind auch so ein bisschen Anfang 2000er, 90er Flashbacks im Beat, wisst ihr, wie ich meine? Digga, das ist wirklich ganz gut, Alter. Boah. Okay, die ersten beiden Tracks. Ich hatte so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Apache, wo bis jetzt jeder Song für mich ein Hit war, ja? Klar, manche mehr, manche weniger, aber alle waren krass gut. Die Erwartungshaltung ist riesig, ja? Dass er da nicht mehr mithalten kann, dass er auch selbst sich in den Kopf fickt. Aber ich glaube, bei Apache, egal wie viel Aufmerksamkeit und wie viele Augen auf ihn gucken, er zieht sein Ding einfach so auf dieser geraden Linie durch. Und deswegen ist jeder Song auch gut, weil er sich keinen Kopf macht, irgendwas zu ändern oder mithalten zu müssen. Er macht jeden Song, wie er will. So fühle ich es zumindest so, ja. Gut, Freunde, nächster Track, keine Fragen. Boah, ich bin echt gespannt, let's go. Okay. Ein bisschen ruhigerer Track, glaube ich. Mische steht da, Tischtennisplatz. Und ich bin drauf, ich bin auf Kant. Ich schreibe auf, denn ich brauch Bad. Wohn ich im Haus, wohn in der Platt. Und ich blass raus, auf leeren Magen. Leute. Während ich lauf, durch meine Straße. Gänsehaut bei den Doubles. Ihr Rap ist Mau, ihr Rap ist Kack. Ich bin da raub, bei deren Sach. Abi ruft an, fragt, was hast du schon wieder gepostet? Mein Bruder, ich fasse es nicht. Mizzo gibt 12 Mischen, weil er jedem immer zeigen muss, dass er der krasseste ist. Boah. Mit der S-Klasse von 1990 auf Vollzug ohne Ziel durch Innenstadt rasen mit Bitch. Sie hat Bock, ich hab Bock, wir machen Liebe auf Beifahrersitz. Bitte, ich stell keine Fragen, wir wollen nichts anderes machen. Vollzug auf den Straßen, weil wir machen Randale. Dein Leben
Real Talk, Leute. Das ist so eine nice EP bis jetzt. Das ist so Party-Mucke, Strich-Strich, Chill-Mucke. Alles in allem, beides zusammen. Gleichzeitig hat man diese üblen 70er, 80er, 90er, Early 2000s Vibes, die man bekommt. Und ich glaube, das ist auch Mucke. Kurzes persönliches Ding, meine Mom hasst Rap. Was heißt hasst Rap? Sie hört gar keinen Rap. Sie mag das gar nicht. Ist ja alles, mag sie nicht so, wie viele Mütter, ja? Sie hört gar keinen Rap, kann sie nicht verstehen, wie man das feiert, fühlt sie nicht. Aber ich glaube, ich habe ihr Apache noch nicht gezeigt, aber ich glaube, wenn ich meiner Mom Apache zeigen würde, sie würde ihn krass feiern. Sie würde ihn krass feiern, ja? Und solche Aussagen wie der neue David Hasselhoff, ja, macht Sinn. Es macht Sinn, Alter. Ich glaube, ey, ich mache irgendwann mal ein Reaction-Video, wo meine Mom auf Apache reagiert. Das wäre fucking lustig, glaube ich. Und sie würde es fühlen. Keine Frage, wir wollen nichts anders machen. Es ist so angenehm, ihm zuzuhören. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist so angenehm einfach. So angenehm, ihm zuzuhören. Stecke alle Male. Sie weiß, ich kann das bezahlen. Ich weiß, jetzt schon, ich werd nicht alt. Doch das lässt mich irgendwie kalt. Gala, Freitag oder Dienstag draußen. Abi ruft dann, fragt, was hast du schon wieder gepostet? Mein Bruder, ich fasse es nicht. Mizzo gibt 12 Mischen, weil er jedem immer zeigen muss, dass er der krasseste ist. Mit der S-Klasse von 1990 auf Vollsofon. Ja, Leute, ich kann es auch nicht wirklich beschreiben, warum ich Apache so fühle oder warum Apache gerade so einen heftigen Hype hat. Er macht sein Ding, ja. Er ist ein ganz eigener Charakter. Er ist eine Gegenbewegung gegen die aktuelle Deutschrap-Entwicklung. Ich weiß es nicht. Aber ich finde auch, seine Stimme ist einfach so krass angenehm. Und jetzt zieh durch ihn in Stadt Rasen mit Bitch. Sie hat Bock, ich hab Bock. Wir machen lieber auf Beifahrersitz. Bitte stell keine Fragen, wir wollen nichts anders machen. Einfach Kopf aus und einfach fühlen, das ist diese Mucke. Im Vollsuff auf den Straßen, weil wir machen Randale. Dein Leben fuckt uns ab. Bitte stell keine Fragen, wir wollen nichts anders machen. Wir denken gar nicht dran. Im Vollsuff auf den Straßen, weil wir machen Randale. Beats sind hier auch krass angenehm, so. Wisst ihr, wie ich meine? Die Beats haben alle ein sehr angenehmes Tempo und sind nicht zu überladen. Heutige Deutschrap-Beats sind zu überladen, zu südländisch angehaucht. No offense, aber fühle ich zumindest nicht. Und hört sich alle gleich an. Bei Apache ist alles einzigartig irgendwie. Weiß nicht. Leute, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung zu Apache in die Kommentare. Ich bin echt gespannt. Keine Ahnung, alle meine Kollegen feiern auch Apache, aber versucht mal zu erklären oder sagt mir, wie und warum ihr Apache feiert und was ihr von der EP vor allen Dingen haltet, ja. Gut, Freunde, wir haben noch zwei Tracks übrig. Doch in der Nacht. Let's go. Ey, fängt schon gut an. Hat recht Potenzial, das höre ich. Im Cabriolet. Fahr ich vor deine Tür, denn du hast mir so gefehlt. Boah, wie er das langzieht da. Dieses gefehlt, wie er das langzieht und das betont. Das ist der Unterschied zwischen Apache und allen anderen. Cabriolet. Fahr ich vor deine Tür, denn du hast mir so gefehlt. Boah. Ich frag, wie es dir geht. Apache. Du sagst nur, ist okay. Baby, wir streiten. Real Talk, die Betonungen und der Flow, die sind, das ist so angenehm. Es ist einfach, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist angenehm, ihm zuzuhören einfach. Fucking angenehm. So, ich bleibe cool, deine Mann schreit, er tut nicht gut, er tut nicht gut. Bruder. Doch in der Nacht schreist du wieder mal meinen Namen. Apache. Egal was ich mach, am Ende liegst du in meinem Namen. Und du sagst,
er hat einfach gute Musik so in sich. Es ist ganz schwer zu beschreiben, Mann. Es ist jede Hook ist catchy und jeder Hook klingt auf ihre eigene Weise geil, so dass man merkt, dass es von Apache ist, aber sich nicht alles zugleich anhört. Jeder Song hat so seine eigene Atmosphäre noch in sich. Krass. Und immer diese ruhigen Phasen, um das Tempo rauszunehmen, wo man nur den Beat hört. Finde ich gut. Er nimmt sich Zeit. Immer am Gehen, wir sind auf dem richtigen Weg. Doch sag mir, warum meinst du Tränen? Ich sehe auch gerade einfach so vor Augen, jeder dieser Songs hätte ein Musikvideo verdient oder ich hätte mich bei keinem gewundert bis jetzt, wenn dazu ein Musikvideo gekommen wäre, weil keiner irgendwie schwach wirkt. Es gibt auf EPs und Alben oft so Songs, wo du denkst, okay, die haben noch einen Track gebraucht oder okay, ist das nicht ganz so stark. Aber meiner Meinung nach, es hätte keinen verwundert, wer jetzt zu Doch in der Nacht oder zu Keine Fragen oder so, wäre dazu ein Musikvideo gekommen. Hätten alle gesagt, ja, fühle ich, Digga, ich bin gespannt auf die EP. Aber Roller, natürlich, Roller ist heftig. Mit der heftigste vom Album, würde ich fast sagen, aber sonst... 200 km/h, wieso tust du das an? Sieht das nicht um Längen besser so? Diese Tracks sind alle auf einem recht solidem, guten Level, finde ich. Das ist wirklich krass. Habe ich selten gehört, dass eine EP oder dass mir eine EP komplett zusagt. Bis zum jetzigen Standpunkt zumindest. Wir haben noch Grey Goose vor uns. Aber das ist schon heftig. Hat man nicht oft. Ein Hit nach dem anderen. Ein Hit nach dem anderen. Das sind alles Lieder, die rein theoretisch auch im Club laufen könnten, die man rein theoretisch aber auch bei einem entspannten Sonnenuntergang im Auto hören kann. Das ist halt das Komische. Okay, Freunde, letzter Track. Grey Goose. An alle, schreibt mal rein, feiert ihr Grey Goose, Digga? Ich feiere Grey Goose gar nicht, Mann. Aber gut, schreibt mal gerne rein, Leute. Ansonsten, letzter Track von der EP. Bis jetzt finde ich jeden Song extrem geil. Manche werden vielleicht... Bei manchen Songs muss ich die öfter hören, damit ich weiß, ob ich sie richtig fühle oder gar nicht so. Aber bis jetzt bin ich echt sehr zufrieden und ich hätte nicht gedacht, dass die EP so gut wird. Er meinte, er wird alles rasieren. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie richtig kacke wird, aber ich dachte auch nicht, dass jeder Track mir persönlich so krass zusagen wird. Bis jetzt wirklich sehr stark. Sehr stark. Noch große EP mit 8 Songs. Sie sagt, sie hat noch nie geliebt. Schwarze EQP und weißer Wein. Bruder, was kann er mit seiner Stimme denn alles machen? Boah, ich muss aber sagen, vom Instrumental gefällt mir das am wenigsten bis jetzt. Schwarze EQP und weißer Wein. Boah. Wollen beide frei, aber nie allein. Zu der Suite, sieh mich aus, solange sie liegt. Sie wacht auf von all dem Weed, bis der Feuermelder piept. Die Geräusche sind kein Beat, nur für einen nach verliebt. Grey Goose und Weed geraucht. Okay, doch, die Hook ist schon geil. Sie lacht und zieht sich aus. Sie sagt, sie liebt mich nicht. Sie sagt, sie hat noch nie geliebt. Schwarze EQP.
Das ist auf jeden Fall der ruhigste Track, sag ich mal, und der softeste vom ganzen, von der ganzen EP. Und das ist auch der, der mir am wenigsten gefällt, würde ich sagen, bis jetzt zumindest. Aber ich fühle die Hook trotzdem mehr als alles andere, und was er hier mit seiner Stimme macht, ist wieder ganz krass. Also ich habe wir hören Gregus natürlich noch zu Ende, aber ich habe keinen schlechten Track jetzt hier raushören können, den ich gar nicht fühle, den ich skippen würde, so wisst ihr, wie ich meine. Wollen beide frei, aber nie alleine sein. Keine Rücksicht im Verkehr, das Ganze ist gar nicht so schwer. Sie hat ein eiskaltes Herz und in dir anerkennen kein Schmerz. Deshalb ist alles gechillt. Alleine für die Zeile muss man den Track lieben, Alter. Ein Rockstar ist das, was sie will. Ich passe genau in das Bild. Ja, Mann. Apache. Sie will ein Jungen von der Street. Hab die Karte zu der Suite. Sieh mich aus, solange sie liegt. Sie wacht auf von all dem Weed, bis der Feuermelder piept. Die Geräusche sind kein Beat, nur für einen Nuffelied. Gregus und Weed geraucht. Sie lacht und zieht sich aus. Das ist ein gutes Ende für die EP, denke ich. Das ist ein guter Outro-Song, wenn man so will. Sie sagt, sie hat noch nie geliebt. Gregus und Weed geraucht. Sie lacht und zieht sich aus. Sie sagt, sie liebt mich nicht. Sie sagt, sie hat. Leute, wenn ihr Kopfhörer aufhabt, da ist ein Apache gerade um euer Kopf geschwommen, Alter. Wenn ihr Kopfhörer aufhabt, das ist so mit Stereo, so, dass er um dich rum ist. Hab ich gefühlt. Ein bisschen erregt hat mich das schon, Leute. Boah. Krass. Leute, wir sind tatsächlich am Ende angekommen von Platte, von Apache 207. Heftig. Wie gesagt, wenn ihr die anderen Songs hören wollt, OMMI, Leute, ist meine Reaction auf die anderen Songs. Gut, Freunde, wir kommen erstmal zum kleinen, großen Mini-Fazit, ja? Ich muss sagen, das ist erstmal eine verdammt krasse EP. Eine verdammt krasse EP, die komplett meinen Geschmack gerade aktuell trifft. Aktuell Apache auch mein Lieblingskünstler, ja? Und das ist eine EP, wie ich sie bis jetzt noch nie gehört habe, weil mir jeder Song gefällt. Also ich muss ihn auch ein bisschen rauf und runter hören. Aber ich kann sagen, jeder Song steht für sich in einer Art und Weise, aber jeder Song passt auch sehr gut auf diese EP. Also ich weiß nicht, wie Apache das macht und was gerade so, was ihn so besonders macht. Ich weiß es nicht genau, Mann. Es sind viele Faktoren, aber er löst in mir und auch in vielen von euch sowas aus, was einem gefehlt hat, was man braucht, wo man mehr von möchte. Und er schafft es hier einfach, Songs zu kreieren, die man im Club laufen lassen kann, ohne Bedenken. Die werden gefeiert, aber eben auch Songs, die man beim Sonnenuntergang, beim Chillen, bei whatever was hören kann, die im Radio laufen können, die in jeder Situation laufen können, aber eben auch im Club oder auch in sehr ruhigen Situationen, schönen Momenten irgendwie, whatever. Apache ist einfach jemand, der sehr vielseitig machen kann, ohne sich selbst zu krass zu verbiegen, finde ich. Er kann seine Stimme sehr, sehr gut einsetzen, die Beats sind sehr gut gewählt, er setzt sehr viel auf Melodie, er setzt sehr, sehr viel auf den Klang der Stimme, er ist sehr gesanglich unterwegs, ihr wisst es, und das hat sich in dieser EP sehr, sehr gut widergespiegelt. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, von mir aus Platte, klare Empfehlung. Kauft sie euch gerne noch auf Amazon, iTunes, Google Play. Ich glaube, 9 Euro kostet das Ding. Und supportet damit Apache. Das ist dann der normale Preis. Ich glaube, 1,10 Euro sind es dann, 1,15 Euro oder so pro Song, was der normale Preis ist. Deswegen supportet gerne, kauft euch das Ding und streamt, was los ist, Alter. Streamt, so doll es geht. Und supportet auf jeden Fall Apache, Mann. Lasst mal eure Meinung zu ihm auf jeden Fall in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mit zuzusehen. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und gönnt euch die anderen Tracks, Freunde. Gut, das war's von mir. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wir sehen uns noch. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.